Nach einer Reihe siegloser Spiele sollte am vergangenen Freitag gegen die Kicker des FC Stahl-Eisenhüttenstadt endlich die Trendwende bei den jungen Wilden ganz in Weiß spielend eingeleitet werden. Mit dem Punkt aus dem Babelsberg-Spiel im Gepäck starteten die Strausberger mit viel Rückenwind in die Partie. Von Beginn an präsentierten sich die jungen Wilden in der Offensive sehr engagiert, beinahe torhungrig. Doch Silvan Küters Hereingabe in der 5. Spielminute zu kurz für den in die Startformation gerückten Sitticek. Robert Sitticek sollte für den erkrankten Fronzek Druck über die linke Seite entwickeln und das Stürmerduo Küter und Kretschmar unterstützen. Auch im Mittelfeld musste Cheftrainer Daniel Mayer seine Stammformation leicht verändern. Für den gesperrten Regisseur Neumann rückte Kapitän Steve Georges neben Martin Wunderlich ins zentrale Mittelfeld und Tim Bolte komplettierte die Offensive. Die Platzherren beherrschten die ersten Minuten der Partie. Martin Wunderlich mit einer guten Spielverlagerung auf die Flügel, doch Silvan Küter versprang der Ball, vorerst also eine Nullnummer. Doch nach 15 Minuten Dominanz der Platzherren schalteten sich auch die Eisenhüttenstädter ins offensive Spielgeschehen ein. Und wie? Höhe der Mittellinie, der Ball kommt zu Christian Zacharias, der marschiert durch die Strausberger Hintermannschaft. Sein Pass landete bei Gianni Alexander und der kurz in die Mitte, wo Markus Kerl nur noch den Fuß hinhalten musste. Unhaltbar 0:1 für den Eisenhüttenstädter FC Stahl. Strausberg mit dem Rücken an der Wand, aber nicht geschockt, waren immerhin noch mehr als 75 Spielminuten auf der Uhr, das Ergebnis zu korrigieren. Ecke Tim Bolte, Stahlschlussmann Johannes Vollert mit der Faustabwehr direkt vor die Füße von Silvan Küter und egal ob Flanke oder Torschuss, seine Hereingabe und das übermotivierte Gegrätsche der Stahl-Innenverteidiger im Strafraum sorgten für Chaos im Gästestrafraum. 11 Meter. Tim Bolte vom Punkt, Ausgleich 1:1 in der 23. Spielminute. Das Spiel war wieder offen. Die Partie wurde rauer, taktische Fouls und übertriebene Härte sollten vorerst jegliche Kreativmomente im Keim ersticken. Strausberg in Ansätzen gut, aber glücklos. Teils fehlten nur Zentimeter, wie nach Flanke von Ilauski über links. Silvan Küter einen halben Meter zu kurz, aber der Ball blieb heiß. Direkt im Anschluss Küter aus der zweiten Reihe noch zu hoch. Die jungen Wilden überlegen, das Spiel breitmachend, aber noch nicht zwingend genug. Ilauskis Schuss direkt in die Arme des Stahlschlussmannes. Aber man spürte, hier ging noch was. Dauerdruck der Platzherren, die beste Phase der FC-Kicker. Über Bolte kam der Ball zu Robert Sitticek und der abgebrüht zum erlösenden 2:1 in der 35. Spielminute. Die Gäste nun aggressiver, erhöhten ihr Vorchecking, standen dadurch tiefer in der Hälfte der Strausberger. Und die wussten, die sich nun offenbarenden Räume zu nutzen. Abschlag Gard, Kopfballablage von Kretschmar auf Sturmkollege Küter und der mit dem Zuspiel auf Sitticek. Unhaltbar 3:1 in der 43. Spielminute. Die Partie war gedreht, dank eines überragenden Angriffs. Strausberg zum Halbzeittee, die 3 Punkte schon tief im Gepäck. Zweite Halbzeit, 45 Minuten Gekicke ohne wirkliche Höhepunkte. Einziges Glanzlicht, dieser Angriff der Gäste, ansonsten Totentanz. Strausberg verwaltete und Stahl schaltete, doch leider nicht das Offensivspiel ein. Die Platzherren nur noch ansatzweise nach Standards gefährlich. Hier nach Bolte-Ecke Ilauski mit dem Kopfball, aber eine Etage zu hoch. Wie gesagt, die zweite Halbzeit ohne erwähnenswerte Aktionen und so endete die Partie 3:1 für Strausberg. Dank eines überragenden Robert Sitticek, der mit seinen Treffern die jungen Wilden wieder auf die Erfolgsspur brachte.